Es geht weiter mit unserem düsteren Couchtisch. In der letzten Folge haben wir die Tischplatte hergestellt. Da haben wir auf Leim verzichtet, alles mit traditionellen Verbindungen hergestellt. In dem Stil machen wir heute auch weiter bei dem Gestell. Ja, und extra ein schwarzes T-Shirt angezogen, denn am Ende wird es ja nochmal ein bisschen düster. Ja, ihr habt gesehen, wir haben heute mit zwei verschiedenen Winkeln zu tun. Der erste Winkel, die Tischbeine, sind hier etwas schräg gestellt. Dementsprechend ist dann hier oben auch noch die Zarge, also diese mittlere Verbindung, auch an den Ecken etwas schräg gestellt. Und gleichzeitig ist auch noch hier das Ganze etwas verjüngt. Ja, das sorgt dafür, dass es optisch ein bisschen schlanker wirkt. Ja, und da kann ich euch direkt schon mal einen Tipp geben von Anfang an. Versucht, solche winkligen Anschnitte so spät wie möglich auszuführen. Denn solange wir hier diese Rechtwinkligkeit bestehen haben, das heißt auch diese Quaderform bei unseren Kanten, ist es viel einfacher, die auch bei den Anschlägen anzulegen. Sobald wir da irgendwas dran ändern, könnten die natürlich auch vielleicht anfangen zu kippeln oder man kann die nicht mehr so richtig festspannen. Sorgt in der Regel eher für Probleme. Darum immer erst, wenn es geht, die Verbindung herstellen und dann ja, den Rest, alles, was irgendwie ein bisschen winklig ist. Manchmal geht es nicht anders. Ja, auch heute beim Thema Bohren, da müssen wir erst den Winkel anschneiden und dann bohren. Aber ansonsten macht es die Sache wirklich wesentlich einfacher. Gut, ich werde jetzt damit beginnen, an der Tischfräse den Zapfen abzusetzen. Dann stellen wir die Zapfenlöcher und ja, dann sind wir im Prinzip auch schon fast fertig. Hier und da kommen noch mal so ein paar kleine Kniffe, aber das kriegen wir schon alles hin. Wie immer, kein Hexenwerk. Wir müssen einmal die Breite von unserer Zarge bestimmen. Da muss ich zwei Punkte beachten. Zum ersten hatte ich euch ja schon gesagt, hier beim Tischbein, das Zapfenloch soll bitte nicht durchgestemmt werden, sondern ja, am Ende 5 mm sollen übrig bleiben, damit ich dann hier wirklich auch durchgehend mein Holz von der Seite betrachten kann. Wird dann eben nicht durch ein Zapfenloch, durch ein Hirnholz unterbrochen. Das kann ich dann also hier so aneinanderlegen, zeichne mir das an und damit habe ich dann auch schon die Länge von meinem Zapfen bestimmt. Das gleiche habe ich hier hinten auch gemacht. Was ich allerdings auch beachten muss, ist, hier habe ich Querholz, hier oben Langholz. Querholz könnte sich ausdehnen, das Langholz wird es nicht tun und es könnte im schlimmsten Fall passieren, ja, dass dann hier Kräfte entstehen, die wir nicht haben wollen. Das heißt, ich habe jetzt dafür gesorgt, wenn ich das jetzt hier mal so bündig anlege, ja, dass hier im Endeffekt meine Zarge etwas länger ist. Das sind so 4 mm. Das heißt, wenn ich das vermittle, dann auf jeder Seite 2 mm. Ist so ein ganz kleiner Spalt, wird man hinterher auch gar nicht wahrnehmen. Aber das Holz hat die Möglichkeit zu arbeiten. Ja, und der Bereich, der hier markiert ist, der wird jetzt eben abgelenkt. Ich bin jetzt hier an der Tischfräse und möchte den Zapfen absetzen. Geht natürlich auch mit anderen Maschinen, könnt ihr auch per Hand machen. Ich bin der Meinung, es geht hier wirklich am schnellsten und auch am saubersten, wenn ich eine Sache beachte. Wir haben zwei Probleme. Der geringe Querschnitt sorgt dafür, dass wir hier sehr wenig Auflagefläche haben. Das heißt, fängt hier ganz schnell an zu kippeln. Ja, meine Hände soll ich ja mindestens ja, eine Handbreit Abstand halten zu dem Fräser. Das heißt, ich bin hier hinten und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier anfängt zu kippeln, noch größer. Kommt nicht auf die Idee, hier so drüber zu führen. Ja, eure Hand ist direkt über einem zersparenden Werkzeug. Ja, macht man einfach nicht. Ja, also noch gefährlicher kann man, glaube ich, nicht arbeiten. Wir müssen uns also was anderes überlegen. Die Lösung ist einfach wie simpel. Wir haben hier ein Stück Holz, was irgendwo übrig geblieben ist. Ja, da drauf ist ein Griff geschraubt und das war's schon. Jetzt wird die Kante hier vorgelegt. Durch die große Auflagefläche kann es nicht mehr kippeln. Ich drücke das hier feste an und kann es ganz kontrolliert nach vorne bewegen. So einfach kann Sicherheit sein. Die zweite Sache, die ich jetzt auch noch als großen Vorteil habe. Es kommt ja eigentlich zu Ausrissen hier hinten am Querholz. Also die letzten Fasern, die werden mir hier vom Fräser so ein bisschen weggeschossen. Das sieht nicht ganz so ordentlich aus. Das wollen wir vermeiden. Und das schaffen wir halt eben durch dieses Opfermaterial. Das stärkt am Ende dann die Fasern, sorgt dafür, dass sie nicht ausbrechen können. Und wir haben wirklich eine hervorragende Oberfläche. Hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht an der Kreissäge. Da gibt es auch natürlich immer wieder mal den Versuch, das Ganze mit Klebeband zu korrigieren. Hatte ich aber in dem Test herausgefunden, macht überhaupt keinen Sinn, weil das Klebeband natürlich überhaupt nicht die Kraft hat, ja, gegen diesen Nutfräser anzukommen. Das heißt, mit diesem Opfermaterial haben wir zum einen ein sauberes Ergebnis und ein sicheres Arbeiten. Mehr wollen wir doch gar nicht. So, Fräser wird einmal eingestellt und dann geht's los.
Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ist wirklich rundum perfekt geworden. Wir überlegen uns jetzt, in welchem Winkel werden wir die Tischplane hier integrieren, denn vorher können wir nicht mit den folgenden Schritten weitermachen. Hätten wir uns am Anfang auch schon überlegen können. Egal, machen wir jetzt. Ich habe mich ja auch sowieso schon entschieden. Es wird wie immer bei mir ein Winkel von 10 Grad. Damit ihr das jetzt hier besser vor Augen habt, zeige ich euch das einmal. Warum 10 Grad? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten sagen, wir lassen es gerade. Wenn wir das hier nach innen kippen, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, denn damit wird die Standfläche verringert. Gehen wir nach außen, wird sie vergrößert, ist eine gute Sache. Wir sollten darauf achten, dass es aber nicht so extrem wird, dass hinterher hier, ihr könnt schon sehen, diese Linie das Tischbein überschreitet. Das hat nämlich zur Folge, dass wir uns ja in der Regel eher oben auf die Tischplatte konzentrieren, da versuchen abzuschätzen, ah okay, in welchem Bereich darf ich mich bewegen, und ihr visualisiert gar nicht, dass unten dieses Tischbein übersteht und seid dann schon in der Regel mit dem kleinen Zeh dagegen gelaufen. Da kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist nicht so angenehm. Ja. Da wollen wir drauf achten. Gleichzeitig, was natürlich auch nochmal so ein bisschen die Problematik ist, wenn wir hier zu steil werden, dann rutschen wir dementsprechend natürlich auch hier weiter in den Mittelpunkt von unserem Tisch. Und dann haben wir auch da natürlich wieder ein bisschen statische Probleme, weil da die Auflagefläche auch wieder geringer wird. Ja, also irgendwo die goldene Mitte zu finden, das ist für mich in der Regel bei 10 Grad. Hat auch noch ein bisschen damit zu tun, wir können da gerne nochmal genauer darauf eingehen an anderer Stelle, dass wir hier natürlich auch nochmal den Winkel, wie das Holz jetzt hier dann auch belastet wird, ändern. Ja, und da sind wir dann auch schnell eher im Querholz unterwegs, was die Kräfte natürlich auch nicht ganz so gut aufnehmen kann. Ja, also um das nochmal vielleicht ein bisschen besser zu demonstrieren, wenn die Kraft von hier oben kommt, dann kann die am besten hier vom Langholz aufgenommen werden. Da wissen wir, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal durchexerziert, ist das Stabilste, was das Holz zu bieten hat. Je weiter wir uns hier seitlich neigen, desto eher kann es hier zu einer Abschwerwirkung vom Querholz kommen, und das ist natürlich nicht gewünscht. Ja? Also wie gesagt, ist jetzt hier nur grob angerissen, können wir nochmal ein bisschen vertiefen. 10 Grad, fertig aus, das reiße ich mir jetzt hier an. Und das muss ich tatsächlich auch hier bei meiner Verbindung, die ich hier gewählt habe, hinterher auch nochmal anschnibbeln. So, anhand der Schmiege kann ich mir jetzt hier den Winkel einstellen. Seht, ich halte die hier an den Queranschlag, damit ich dann auch gewährleistet habe, dass das so passt. Um jetzt bei der Traverse den Zapfen in einem Winkel von 10 Grad abzusetzen, werde ich auf etwas Handarbeit ausweichen. Schadet ja auch nicht. Auch hier wieder die 10 Grad angezeichnet. Und die setzen wir jetzt, wie gesagt, hier einmal mit der Japansäge ab. Geht fixer, als wenn wir da jetzt irgendwie wieder rumeiern. Kurze Erklärung, was haben wir jetzt hier gemacht? Ursprünglich unser Querschnitt rechtwinklig, könnt ihr jetzt hier sehen. Und ich habe jetzt dafür gesorgt, dass es hier oben und unten einen Winkel von 10 Grad bekommen hat. Wir haben jetzt also hier ein verschobenes Parallelogramm. Dazu natürlich auch noch passend die andere Seite. Und ja, bei der Traverse habt ihr gesehen, musste ich jetzt gerade hier mit der Handsäge auch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Wir wollen im Endeffekt ja, dass es gleich so hier reinpasst. Ja, also darum haben wir jetzt hier vorne auch wieder diesen Winkel von 10 Grad. Ja, einmal einspannen. Jetzt habe ich hier bei meiner Stemmmaschine den Vorteil, dass ich hier zwei parallele Spannflächen habe. Das heißt, ich muss mir jetzt auch hier keine Vorrichtung bauen. Ansonsten sorgt bitte dafür, dass ihr hier unten, wo wir jetzt diesen Spalt haben, ja, einfach auch einen Keil im Winkel von 10 Grad unterlegt. Dann habt ihr da kein Problem.
Hier ist unser Zapfenloch und jetzt schauen wir natürlich direkt mal, ob das hier auch hier schön zusammengeht. Ah, sehr gut. Ja, immer wieder schön, wenn es doch so sauber ineinander passt wie die Faust aufs Auge. Das sind die kleinen Freuden, die man einfach mitnehmen muss auf dem Weg zum Möbelstück. Ja, kurz inhalten, sich freuen, dass die Verbindung passt. Die nächste auch, bisschen das Holz streicheln und zack, weitermachen. Also, Zapfenlöcher brauchen wir jetzt insgesamt 4 Stück. Auch hier seht ihr, ich habe mein Stückchen Holz noch im Ganzen gelassen. Ja, das heißt, da ist noch nichts zurechtgeschnitten, damit ich auch hier die Möglichkeit habe, das vernünftig einzuspannen. Auch hier habe ich auch ein bisschen viel Material überstehen lassen. Ich glaube, das sind hier so 5 cm, damit ich dann auch noch die Möglichkeit habe, eventuell noch mal so ein bisschen nachzukorrigieren. Wenn ich sehe, ah, okay, Tisch könnte vielleicht noch ein bisschen tiefer, dann habe ich da noch ein bisschen Material zum Wegschneiden. Weil ich jetzt die BM16 genommen habe und letztes Mal auch schon, und ich möchte, dass ihr das auch ohne BM16 nachbauen könnt, machen wir jetzt eine wirklich ganz, ganz simple, easy Methode, nur mit dem Akkuschrauber und dem Stecheisen und einem Stück Kreppband. So, als erstes machen wir uns hier mal eine Tiefenbegrenzung, die dann uns die Zapfenlänge angibt. Das heißt, ich lege jetzt hier einmal den Zapfen an. Wir wollen ja, dass das Zapfenloch so einen ganz kleinen Hauch länger ist oder vielmehr tiefer. So. Ah, habe ich am Anfang ein bisschen rumgeeiert. Solltet ihr vermeiden. Jetzt nehmen wir unser Stecheisen und stechen einmal hier unsere Bleistiftlinien nach. Ruhig mit einem kräftigen Schlag. Ihr seht, dass wir jetzt auch hier da schon deutlich die Fasern durchtrennt haben. Oder vielmehr auseinandergeschlagen. Dann hier ein etwas kleineres für die Seiten. So, und jetzt wird gebohrt. Leicht versetzt daneben. Ja, und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier die Mitte ein bisschen rauszupickern. Und einmal rein mit dem Zapfen. Bisschen Nachdruck brauchen wir. Ja, sieht doch perfekt aus. Wer sich gerade eben gedacht hat, oh Gott, ey, der Typ will gelernter Tischler sein, was hat uns der da für ein Zapfenloch gezeigt? Tja, ich glaube, mit der BM16 können wir das in Perfektion hinbekommen. Ich habe euch in genug Videos gezeigt, dass ich eigentlich auch in der Lage bin, das perfekt auszuarbeiten. Ich möchte aber hier auf dem Kanal auch immer wieder zeigen, dass es auch durchaus Methoden gibt, die vielleicht nicht ganz so perfekt aussehen, aber trotzdem funktionieren. Wir brauchen keine Festool Domino, wir brauchen auch keine BM16, wir brauchen einen Akkuschrauber, den dürft jeder von euch zu Hause haben. Wir brauchen Stecheisen, wir brauchen Klüpfel und einen 8er oder einen 10er Bohrer und das war's. Es sah nicht perfekt aus, aber wir haben ja vorher so ein bisschen mitgedacht, hier den Zapfen rundherum abgesetzt. Das heißt, man sieht jetzt von diesen Unregelmäßigkeiten im Zapfen doch eh nichts. Der hält, alles ist super, mehr wollen wir nicht.
Also immer wieder dran denken, darum hier auf dem Kanal auch das alte Handwerk, darum auch immer wieder Vorrichtungen, die sich mit ganz wenig Aufwand, mit ganz wenig Material umsetzen lassen. Es zählt vor allem, dass ihr das Ganze wollt, dass ihr einfach mal anfangt und lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Videos abschrecken, wo man einfach ein bisschen ordentlicher, ein bisschen perfektionistischer arbeitet. Das macht mir natürlich Spaß, aber es geht natürlich auch anders. Ja. Gut. Wir wollen niemals die Freude daran verlieren, das ist ja immer noch ein Hobby und darum sagte ich ja auch schon vorhin, diese kleinen Momente, wenn die Verbindung dann sauber passt, einfach auch mal mitnehmen. Wirklich ernsthaft einfach mal diesen Moment genießen, klasse, die Verbindung passt, so habe ich mir das vorgestellt und dann mache ich motiviert weiter. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen viel Sascha Huber Videos geguckt. Wir werden jetzt hier weitermachen mit den Zapfenlöchern, nehmen wir hier an der BM16. Den konisch zulaufenden Schnitt, den habe ich ganz unkompliziert an der Bandsäge gelöst. Da geht das meines Erachtens sehr sicher und für die Oberflächengüte danach noch einmal über die Abrichte gezogen. In der nächsten Folge sehen wir uns Kniehebelspanner an. Eine absolut geniale Sache. Da können wir jede Menge Vorrichtungen verbauen, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten, aber auch ganz viele Möglichkeiten bieten. Also seid gespannt. Wer es nicht kennt, ich habe es schon mal unten in die Beschreibung gepackt. Schaut da mal rein. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Hab mir da eine Menge ausgedacht. Seid gespannt. So. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir alles zusammenbauen, dann machen wir die Löcher, dann bauen wir es wieder auseinander, dann schleifen wir und dann ja, wird wirklich mit den Holznägeln alles fixiert und dann wird gebeizt. Jetzt schon kein Bock auf die Kommentare. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das wirklich schwarz beizen soll. Oh, das ist jetzt richtig blöd gelaufen. Alles wird angefasst, wie sich das für ein professionelles Möbelstückchen auch gehört. Jetzt wird geschliffen. Wir haben hier gar nicht so viel Arbeit, denn das Eschenholz ist ja alles mal durch den dicken Hobel gewandert, ist sehr geradlinig gewachsen. Da haben wir also keine Probleme. Ja, ich würde sagen, Musik an. Ich höre in der Zeit ganz gerne Rod Stewart. I am sending. I am sending. I am sending. Across the Ja, es ist weit nach Feierabend und das ist jetzt hier auch nicht geschauspielert oder sonst was. Ich bin mir super unsicher, was ich machen soll. Ich hatte eigentlich eine klare Vorstellung, das wird jetzt schwarz gemacht und dann ist gut. Aber je mehr das Ding hier so entstanden ist und jetzt dieser leichte Kontrast von den Fichten, von den Fichtenholznägeln, die jetzt hier drin sind, das macht mich fertig. Ich liebe das Stück hier gerade total. Aber ich will das auch unbedingt in Schwarz sehen. Oh, verdammt. Das wär so schön, wenn wir auch so eine STG und Z-Taste hier hätten. Aber haben wir nicht. Gut. Ich mache euch jetzt ein paar Beauty-Shots, dass ihr hier so ein paar Verbindungen sehen könnt. Ich persönlich finde, das sieht sehr schön aus. Und dann machen wir es schwarz und dann ist das Thema durch, sonst flippe ich hier aus. Ich kann es ja dann auch nochmal nachbauen. Mann, das ist schon fast emotional, muss ich sagen. Ey, warum macht mich das denn jetzt so fertig? Mann, okay, gut. Ich bin Profi. Ja? Also wir werden das Ganze jetzt hier einmal nochmal ein bisschen vom Staub befreien und dann wird es schwarz gebeizt. Dabei achte ich natürlich darauf, dass ich eine Unterlage habe, damit ich mir die Hobelbank nicht einsaue. Ziehe mir natürlich auch ein paar Handschuhchen an. Ja, und dann geht's auch schon los. Viel falsch machen können wir nicht. Wir arbeiten mit Lösemittelbeize. Ja, gut lüften. Habe jetzt hier schon mal das Fensterchen aufgemacht. Und der Rest wird dann halt schwarz.
Ja, die Stones wären bestimmt stolz auf mich. Nicht, weil ich klinge wie ein Rohrkrepierer, sondern weil alles schwarz ist. Wirklich alles schwarz. Auch hier Schraubenköpfe, Unterlegscheiben habe ich nochmal angesprüht. Die dienen gleich dazu, hier Tischgestell und Tischplatte zu verbinden. Machen wir mit einer Rampamuffe. Was da zu beachten ist, findet ihr in der Beschreibung. Habe ich mal verlinkt in einem Video. Dann haben wir natürlich auch eine doppelte Flächensicherung. Hier einmal die Stirnholzenden und hier unten drunter die Zarge, die dann auch so als eine Art Gratleiste funktioniert. Das heißt, hier wird sich jetzt wahrscheinlich nichts mehr schüsseln. Was passiert? Holz arbeitet natürlich trotzdem noch. Es wird sich etwas zusammenziehen oder etwas ausdehnen. Tendenziell eher etwas noch zusammenziehen. Das heißt, das mittlere Stück schwindet etwas. Die Stirnholzenden werden überstehen. Und dann findet ihr unten in der Beschreibung einen Blogbeitrag. Da werdet ihr dann auch sehen, wie das im Laufe der Zeit aussehen kann. Kann man mögen oder nicht, ist aber halt eben eine Eigenschaft vom Holz, die wir so nicht rauskriegen. Es sei denn, wir arbeiten da mit Plattenmaterial oder wechseln komplett an Material. Dann müsstet ihr wahrscheinlich aber auch den Kanal wechseln. Ja, was machen wir jetzt hier mit unserem Schwarz, mit unserem Möbelstück? Habe ich es versaut oder nicht? Ja, es muss noch ein bisschen trocknen, dann wird es geölt. Dann kriegt es auch nochmal einen anderen Glanz. Wundert euch also nicht, wenn hier vorne noch so ein paar Fleckchen sind. Man kann sich darüber streiten und das ist ja auch das Schöne hier, gerade bei YouTube-Videos. Es ist ja immer nur exemplarisch und ihr könnt euch überlegen, finde ich toll, finde ich nicht toll. Ja. Ich persönlich kann sagen, ich finde das genial. Ich liebe dieses kleine Möbelstückchen jetzt schon. Es hat nämlich verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Ebenen. Wenn ich mich so ein bisschen weiter weg bewege und mir das Möbelstück ansehe, dann ja, verschwimmt es eigentlich zu so einer Silhouette, ähnlich wie bei einem Schatten. Und erst bei genauerem Hinsehen sehe ich diese vielen kleinen Details, die wir hier eben doch noch drin haben. Ja, die Phase, die sich hier überall bei den Bauteilen wiederfindet. Ich sehe hier vorne die traditionelle Verbindung mit den Holznägeln, die wir eingeschlagen haben. Und auch wenn ich dem Eschenholz jetzt eigentlich ja, alles von seiner natürlichen Erscheinung, von seiner Farbe genommen habe, habe ich eine Eigenschaft total herausgestellt und das ist die Grobporigkeit. Das könnt ihr jetzt hier gerade sehr schön sehen. Wir haben im Frühholz die grobporigen Jahrringe und dann dazu nochmal im Kontrast sehr, sehr glatt das Spätholz. Ja, also es ist nicht einfach alles grobporig, sondern auch da ist wieder ein Kontrast enthalten. Und da sind wir bei so einem Punkt, was mich persönlich halt eben bei Möbelstücken immer sehr, sehr anspricht, überhaupt bei Objekten, dass es nicht so, ja, die Faust aufs Auge ist, nicht so, so gewollt hervorstechen, sondern eher so ein bisschen Understatement. Ich stehe also auch gar nicht auf diese Kontraste Nussbaum-Ahorn, ne? Also wo man dann so wirklich zeigt, ja, ne, da habe ich zwei verschiedene Hölzer genommen und das muss auffallen. Ich persönlich versuche eher immer, dass das Möbelstück aussieht wie aus einem Guss. Ist natürlich mein persönliches Anliegen, das kann jeder machen, wie er möchte. Ansonsten verbinden sich aber auch hier ja, so ein paar Grundsätze, die ich immer versuche umzusetzen. Traditionelle Techniken, ja, also die Schlitz-Zapfen-Verbindung, gestemmter Zapfen, das Ganze mit Holznägeln verbunden. Das heißt, wir haben hier kunststofffrei gearbeitet. Wir haben eigentlich alles so gemacht, wie man es vor 500 oder vor 1000 Jahren schon hätte machen können. Nur dann auch nochmal versucht, das Ganze so ein bisschen moderner dastehen zu lassen. Hier und da ein bisschen schlanker, ja, also mit den Materialstärken gespielt. Auch hier vorne dieses leicht konisch zulaufende bei den Tischbeinen sorgt dafür, dass es hoffentlich eher als zeitlos wahrgenommen wird. So viel zu mir, so viel zu dem, wie ich dieses Möbelstück wahrnehme. Ich habe es in mein Herz geschlossen. Ich freue mich sehr, dass ich das mit der schwarzen Farbe gemacht habe. Ich freue mich auch sehr auf eure Kommentare. Hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Fachkreisen bin ich auch einfach der Schizophrene. Ein paar Muffe. Dann gleich unser Gestell und der Tischplatte. Kommt dieser. Ne? Das sieht richtig scheiße aus, Kollege. Ich will doch wenigstens nur eine Rolle oder sowas haben. Okay. Sponsoring. Ne? Ich sage es nur, ich bin billig. Falsch rum. Und das ist jetzt auch nicht gespielt oder sonst was. Ich meine das echt ernst. Mir fällt das gerade richtig schwer.